So, und die können gleich mal hier die dann angreifen. Ich finde die Kamerasteuerung hier bei dem Spiel sehr gewöhnungsbedürftig. So, ihr könnt mal hier hochklettern. Ich mache zwei Truppen, die da hochklettern und zwei Truppen, die hier das Tor einreißen. Na komm, wo ist es? Wo ist das Einreißen-Symbol? Da war es doch. Da ist es. Die haben noch keine Aufgabe, die können auch gleich das Tor einreißen. Wir fallen von einer Seite ein, das dürfte reichen. Ich meine, bei den mickrigen Truppen, die die hier haben, kriegen wir das doch locker hin. Oder, Leute? Ich würde sagen, schon. Oh, ihr könnt da auch mal gleich eingreifen. Hier ist nicht in Bewegung und die... Ach komm, klettert mal hier hoch, ne? Und nicht vergessen, die Generäle immer schön in der Nähe zu behalten. Denn die Generäle motivieren unsere Leute und das ist ganz gut. Guckt euch diese fette Armee an. Yeah! Yeah! Leute! Geil! Unsere riesige Armee hier gegen diese poplige kleine Burg. Kein Problem. Wir werden sie vernichten. Da ändert sich was in ihrer... Ziehen sie sich mit ihren Männern zurück oder was machen die da? Sieht auf jeden Fall nicht so besonders sinnvoll aus, was die da machen. Ja, die werden wahrscheinlich auf Verteidigung gehen, aber das ist mir egal. Denn unsere Leute gehen auf Angriff. Alle hier. Angriff! 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 Yeah, jetzt werden die hier schön dezimiert, die Kleinen. Da laufen sie schon weg. Da sind sie schon am Weglaufen hier. Und ziehen sich zurück. Würde ich sagen. Ihr bleibt dabei. Greift die an. Ihr klettert hier hoch. Ihr klettert da hoch. Hochklettern ist eigentlich nicht so eine gute Idee. Weil die da natürlich leichte Beute sind. Aber was soll's. Genau, die haben den Auftrag da hochzuklettern. Genau. Hier kann man ein bisschen motivieren. Hier, motivieren. Hä, motivieren. Die Einheit. Er schießt sie. Und ihr, erschießt sie auch. Und ihr, erschießt sie ebenfalls. So, es wird jetzt eine Weile dauern, bis unsere Truppen da weit genug vorgestoßen sind. Ich könnte es allerdings auch so machen. Wartet mal, Leute. Ich mach mal hier. Komm, die vier Truppen. Lass ich mal. Dieses Tor hier einnehmen. Ich glaube, die kann ich mal teilen. Das dürfte jetzt nicht das Problem sein. Ihr seid doch nah genug ran. Macht sie doch platt. Und ihr auch. Ja, genau. Klettert da hoch. Ja. Macht sie auch platt. Und die machen die auch platt. Ist doch alles hier gar kein Problem. Oder, Leute? Was sagt er? Die anderen können da mal locker flockig... Oh, die haben da noch Einheiten, ne? Ah, das ist egal. Das macht mir nichts. Haben die da auch noch Einheiten irgendwo umzustehen? Laut Karte, ja. Genau die Dudes hier. Da können die hier gleich mal... Hä, sind das keine Schützen? Ne. Das sind aber welche. Die können gleich mal hier angreifen. Hä, was ist denn mit denen los? Leute, was ist los mit euch? Geht da hin und greift da an. So, hier schön mal hochklettern, ne? Hier mal schön angreifen und hier mal schön hochklettern. Ah, angreifen! Angreifen, Leute! Was machen die? Die machen gar nichts. Stehen nutzlos so rum. Doch, jetzt greifen sie an. Sehr gut.
So, die Generäle können mal hier bleiben. So, hier wird ganz gut angegriffen. Hoch hier, da angreifen, zack. Ihr könnt auch mal hier hochkraxeln. Ja, komm, die machen wir platt, Jungens. Wie schaut's da drüben aus? Was sind das eigentlich für Bubis hier? Angreifen, Leute, was ist los mit euch? Und hier, ihr. Oh, Kamerasteuerung, ganz furchtbar. Hier, anderer Befehl, hochkraxeln. Fertig machen hier, was soll denn bitte? Ihr könnt auch mal ganz geschickt hochkraxeln. Und hier ist die Schlacht schon in vollem Gange. Und die werden hier 1A überrannt von unseren Leuten. Die fliehen schon. Und rennen in die Mauer rein. Auch schön. Gehen sich da in die Mauer zurück. Was unsere Leute natürlich nicht stört. Denn das sind verdammte Krieger. So, sieht relativ gut aus für uns. Genau, klettert da hoch. Die ich hier habe, können die schon mal angreifen, ne? Schaut auch ganz gut aus. Ich glaube aber, das ist nicht die allerbeste Strategie, aber egal. Angreifen hier, Leute, was ist los mit euch? Genau, schön niederreißen alles. Und hier geht's auch los. Können die? Nee, die können da natürlich nicht hochklettern. Verständlicherweise. Und meine ganzen Leute, die sich hier aufgestellt haben, können mal die Dudes hier angreifen. Ich will ja natürlich nicht, dass die da weglaufen, ne? Das ist ja auch nicht in der Sache. Ja, eine Flut aus Armeeleuten. Macht das hier platt. Können die eigentlich auch das Tor einreißen? Ne, können sie nicht. Schade. Dann können die gar nicht so am Kampfgeschehen teilnehmen. So, ihr könnt mal hier hochkraxeln. Und die können mal... genau. Die hier unter Feuer setzen. Wir können jetzt langsam mal hier rein, die Leute. Wie schaut's hier aus? Alles gut? Ja, soweit ja. Zwei Türme müssen wir vernichten. Das kriegen wir hin. Oh, greift doch an, Jungens und Mädchens. Oder was auch immer. Oder setzt halt den Turm in Brand. Wofür halt da seid so. Alle Einheiten, die hier so stehen, können jetzt mal den Turm angreifen. Wenn die den Turm auch angreifen, der ist natürlich viel zu weit weg. Das ist ja Quatsch. So, wir haben aber gleich gewonnen. Ich lasse trotzdem niemanden überleben. Denn das möchte ich nicht. Oh, das sind Feinde. Umdrehen und schießen. Umdrehen, angreifen hier. Ja, Moment, Moment. Ja, Attacke. Hacke, Hacke, Hacke. Komm mal drauf da. Kommt, Leute. Ah, es sind mehr von denen gerade, aber egal. Unsere Krieger kämpfen heldenhaft. Eure Männer haben den feindlichen Turm erobert. Jo, ein Gute Turm Arbeit, ist down. Das ist schön. Und dann könnt ihr mal... Komm, reiß das Tor ein. Reiß das scheiß Tor ein. Ja. Was machen die? Anscheinend nichts Sinnvolles. Und die hier auch nicht. Alle von denen hier drauf da. Der Sieg ist sicher.
sicher, mein Lord. Naja, so gehört sich das auch wohl. Genau, jetzt wird hier schön alles in Brand gesteckt. Wie sich das gehört. Und dann werden die Feinde da... Oh, das sind schon Leute von uns. Krass. Da sind ja schon ein paar hochgekraxelt, ne? Hallo, Leute, zieht ihr euch mal nicht zurück? Angriff! Nichts mit verteidigen hier. Oder abhauen. Meine Generäle stehen da einfach, die denken sich auch so, ja, YOLO, komm. Ist doch egal. Das nenne ich eine Schlacht, Leute. Tja. Sieht schlecht für euch aus hier, grünen Vollidioten. Frieden. Pah! Er braucht schon Frieden, wenn man Krieg haben kann. Krieg! Nee. Eigentlich ist der Frieden schon eine coole Sache so. Ja, aber ist mir egal. Denn Krieg, meine Freunde, ist Krieg. So, alle Truppen, die ich ja noch habe, sollen sich mal mit ihren Angriffen auf die Gegner fokussieren jetzt hier. Ich meine, was soll denn das? Was ist los mit euch hier? Langsam schwinden die gegnerischen Stärken. Hier, die Truppe kann mal gegen die da anstürmen. Und die hier ziehen den Turm damit runter. Das ist ganz gut. Ihr könnt auch mal dahin gehen. Obwohl, alle können jetzt da zu den letzten paar Leuten gehen. Ja, was mit euch? Nicht alle markieren. Genau, und die brennen jetzt den Turm nieder. Das ist ganz gut. Das geht natürlich nur mit den Nahkampfeinheiten. Den Turm abzureißen hier. Ist auch Nahkampf? Ja. Ist auch? Ja. So, die letzten paar Gegner werden jetzt auch noch fallen. Danach den Turm zerstören und dann haben wir es geschafft, Leute. Den ersten Krieg haben wir erfolgreich beendet. Würde ich sagen. Die Männer sind erschöpft. Da kann ich doch nichts für. Wir haben doch gleich gewonnen. Boah, Alter. Mit dem Schwert in den Hals. Die letzten Krieger von ihnen kämpfen tapfer. Aber haben keine Chance gegen eine Übermacht. Schlitz! Das war's mit dir. Der Sieg ist unser! Der Sieg ist unser, Freunde! Der Sieg ist unser! Knapper... What? Knapper Sieg? Wir haben noch eindeutig den Feind vernichtet. Der Feind ist gebrochen. Heute sind Tod und Unehre das ihrige Schicksal. Doch ist ihre Niederlage eine knappe. What? Hätte ich jetzt nicht gesagt, weil wir haben den Feind völlig auseinandergefetzt. Aber egal. Wie du meinst, dann war es immer ein knapper Sieg. Okay, okay, okay. Das ist völlig in Ordnung. Regen des Sommers fällt auf mein lebloses Auge. Feinde getötet, vorbei mit 0, verloren. Ganz schön was verloren. Hier die Hälfte fast. Provinz erobert, Hyuga, wir können es jetzt friedlich besetzen, wir können es plündern, was uns natürlich viel Gold geben würde, aber die Unzufriedenheit stark stärkt oder es zu einem Vasall machen, was natürlich völliger Quatsch ist, ich will es besetzen, ja, Bitch. Für euren Dienst, für den Kaiser, wurde euch der Posten des Beraters auf Hof zugeteilt, ihr könnt nun einen General zum Generalinspektor ernennen. Yay. Nice. Nice, nice. So. Einen haben wir erobert.
Aber wir werden natürlich nicht aufhören und unseren Schlachtzug hier fortsetzen. So, zumindest waren hier doch noch Einheiten von Hyuga, glaube ich, irgendwo. Und auf die müssen wir natürlich auch noch aufpassen. So, da ist jetzt unsere größte Armee stationiert. Okay, das dauert noch ein bisschen. Okay, ich mache jetzt erstmal weiter und trinke mal einen Schluck, während hier alle anderen durchlaufen.